Ich habe echt Bock, dass es losgeht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon? Hallo. Oh, ist das schön. Ein schöner Tag. Schöner Tag. Ja, guten Morgen. Heute geht's los. Hoffentlich, hoffentlich. Oh. Ich dachte, vielleicht fahren wir doch los. Ich hab kein Buch. Soll ich dir das vorlesen? Aber das ist die erste. Und das ist hier. Und das ist Amadeus, oder? Ja, der Lehrer ist. Au! Das ist Sabrina. Sabrina. Soll ich vorlesen? Die Geschichte? Nein. Ich. Okay. Das liest. Das. Soll ich vorlesen? Das? Welches? Darf ich das lesen, Skadi, für dich? Nein. Aber du darfst nicht. Ich habe kein Buch dabei. Aber das ist jetzt mein Buch. Aber ich habe es dir mitgebracht. Und lass es bitte drin. Nein, ich hab das gemalt. Scotty, kann ich bitte vorlesen für dich? Nein. Wieso willst du? Kann ich dann das Buch haben? Ja. Oh! Ach, da hast du das ja, dass wir Kind gut zureden sollen, dass bei YouTube einer geschrieben hat. Wieder. Man ist sich ja vorher so unsicher immer und das drückt so auf den Muttermund von oben nach unten und man weiß es wieder. Dem bin ich auch in die Badewanne gegangen, wo normalerweise in der Badewanne das ja stärker werden. Zumindest sind sie nicht verschwunden in der Badewanne. Und ja, ich habe ja gehört, dass sie Badekasse. Ja, und ich habe gedacht, naja, da mache ich mich gleich mit fertig sozusagen, dann ist es auch erledigt. Bin ich ein bisschen nervös, ja, dann wäre ich schon recht, weil ich ja trotzdem unsicher bin. Ist es das jetzt? Ist es das jetzt? Na, kommt doch eh. Ja, ja klar, es ist Zeit, ne? Es ist Zeit. Ob das jetzt ist oder nicht, ob das morgen kommt. Auf jeden Fall tut sich was am Muttermund, weil das spüre ich ganz deutlich. Ja, müssen wir. Naja, auf jeden Fall habe ich dann. Und dann hat aber Skadi geweint. Dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und bin dann halt nochmal eingeschlafen, aber wie gesagt. Aber hier hinten muss man ein bisschen. Wassermelonenregen. Das ist der Wassermelonenregen. So hübsch siehst du aus. Zeig mal für Julia. Bist ganz hübsch. Na, dann sitzen wir drin. Na los. Mama. Los. Bitte. Für großvolumige Menschen ist Platz. Mama, guck, der Heckart ist das, was Oma hat. Oh, die wunderbare Gewande. Jetzt lese ich weiter. Oh. Gedöns. Du bist geschwärmt? Brauchen wir Karten oder wissen wir schon? Ich weiß es schon. Ich weiß es auch schon. Ich weiß nicht. Sie war schon Schwangerschaftsdemenz. Eine. Letzter Tag.
hättest du da nicht in Euro rumstecken können. Was für eine dumme Pfeilheit, ey. Im Aufregen überlegt. Geht alles gut. Ohne Geld. Plug and Play. Hunderttausende und Zehntausende pro Tor. Oder manchmal sogar auch Millionen. Also ich glaube, da feierst du. Da freust dich. Also guck mal, jedes Tor erhöht dein Marktwert auf 10.000 Euro mehr. Minimum. Und deswegen ist das Tor immer schon ein Grund zum Feiern. Aber weißt du, danach so einen Schuss machen? So. Mann, ey, ich glaub, wir haben uns auch gefreut, als 100.000 Euro oder man, ja, man. Das ist so, wenn du nach Köln hast oder so, freust du dich schon. Ich hab's ein bisschen angebracht. Warum sollten wir denn dann los? Das ist dieser Schwabbel, wir können kaum aufstehen, ey. Boah, Wahnsinn. Warte mal. Hey, the Mighty Ducks. Das hat ich auch früher. Das kann mich dran erinnern, ja. Wie meint ihr das? Das ist doch zerfallen bestimmt bei dir, oder? Yay. Im Aschenbecher dann vorne. Was für ein Aschenbecher? Nach vorne, wo man so drauf drückt. In der Mitte. Ja. Man drückt drauf in der Mitte, hopp, hopp, und dann geht das auf. Der Aschenbecher ist was, wo man Asche reinmacht, damit ich mal Geld rein. Vorne, gleich vorne. Das ist doch dieser Hebel. Und da ganz vorne an dem Ding, das ist so ein Holzding. Wo die Knöpfe sind. Da musst du drauf drücken und dann geht es auf. Nicht auf die Knöpfe, nicht auf die Knöpfe, nein. Nee, nicht auf aber die auf die Schublade drücken. Ja, da ist so, aber ich. Hallo. Wenn ich mich hinsetze. Hier dieser Schalthebel ist. Vor diesem Schalthebel ist eine kleine Holzplatte. Die aufdrücken. Aufdrücken, dann geht die auf. Ist ein Geheimversteck. Aber Skadi muss hier bleiben. Geheimversteck. Hast du das nicht kennst? Geheim. Wünschen Sie eine Hausgeburt oder sollen wir zum Krankenhaus fahren? Nee, das ist doch zu kurz. Das ist doch zu kurz, okay. Alles klar. Also meine Frau hat die Wehen, aber sie sind noch zu kurz, sagt sie. Also zu lang die Abstände. Also zu lang, also zu kurz, also zu lang. Die Abstände zwischen den Wehen sind zu lang. Guckt jetzt, wie spät ist es. 17. Aua. Den Vlog von gestern habe ich noch zum Schneiden jetzt schon bereit. Vielleicht fange ich einfach mal damit an. Oder? Okay. Brauchst du mich zur Unterstützung hier? Kannst eh nichts machen. Ich kann eh nichts machen. Das ist das Problem.
Aber Marlies, wann soll ich denn gucken kommen? Nach was denn? Nach dir, nicht nach was. Ich ruf dich schon. Natürlich ja nicht. Ich bin hier nicht ohnmächtig. Kopfhörer. Ach so, du meinst du. Du bist schon in der Lage, dann noch zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Zwischen den Wegen ist alles super, ne? Alles easy going, ja. Alter. Oh, mein Rücken tut so weh. Ah, oh, oh, oh. Rücken. Jetzt einfach ein bisschen noch mal kurz Energie tanken. Und dann presst du das Ding raus. Und dann, wenn die Abstände so auf 5 Minuten gehen, dann fangen wir los. Ja. Alles klar. Halt wie immer. Also. Wie immer. Bewegungsspiele, wie die Rentner. Wie die Rentner, ja. Das machst du ganz fein. Schwangerschaftsgymnastik. Ich will jetzt nicht, ich fühle mich nicht. Mach mir alles schon zu viel, ich will nur eins. Zwei und dann losfahren, okay? Und dann Malzbier. Was? Ich brauche nochmal richtig Kalorien, komm. Das kostet mich teuer. Das Kind kostet mich teuer. Ja. Das ist mir zu teuer, lass drin. Na gut, weil du bist. So. Also. Und ein Kinder Bueno. Was? Hast du das auf Kamera? Weißt du jetzt Bescheid? Zwei Ballisto Twisto Caramalzo. Hä? Jetzt zeig ich alles verwechselt. Ja, irgendwie ist es ganz schön. Da kann man nicht so gut verkehrt machen. Einfach eins mal zwei. Und das Ganze mal zwei nochmal. Moin. Der geht nicht. Doch. Das ist Kamera. Was machst du noch? Zwei Twister. Was ist das? Zwei Twister. Ja. Malzbier und ein Kinder Bueno. Hallo. Hallo. Hallo, ich arbeite hier später. Ja, sehr 2019. Schön. Immer noch. Was machst du nächstes Jahr? Eine Ausbildung. Zum? Ich mache eine Ausbildung als Make-up-Artist. Haare und so. Und Kinder Bueno. Und Kinder Bueno. Wo ist? Hier. Ja. Alles mal zwei, sagt sie. Okay. Wunderbar. Dankeschön. So, was kostet das denn? Aber bist du nicht hier? Ich sehe dich nicht. Ja? Ah, ich sehe dich. Schöne Kappe. 75. Ich will auch so eine. Ja, das ist so. 380 Euro. Oh, teuer. Ich kann das nicht. Na, du arbeitest im Spätkauf, ne? Mhm. Muss den Chef mal fragen. Ja, ich frage meinen Chef. Gehaltserhöhung. Ich sage, Chef, Chef, kannst du mir eine Kamera kaufen, bitte? Kamera, Kamera. Ja? Kein Filter. Ja, okay, keine Filter, aber sieht mal, schön. Schöne Kamera. Ja. Hallo Leute, ich komme. Ha? Und ich gehe. Ah. Okay. Ciao. Bis später oder so. Samuel muss leiden. Ah, ging aber schnell. Gerade ging aber schnell. Kinder Bueno warm. Malzbier. Twister zweimal, weil ich auch eins abkriege, ist ja klar. Nicht, wenn du dadurch verhungerst. Ein bisschen, die sind ein bisschen an die letzten beiden.
Wann gibt's denn wieder was? Na wir? Wann gibt's denn was zu sehen für das Publikum hier? Wir müssen noch. Ich hatte jetzt noch 7 Minuten. 7 Minuten? Langweilig. Ist dein Twister auf? Lass uns loslaufen. Die waren nicht so noch langweiliger. Schmerzen wollen die sehen. Schmerzen, Schmerzen. Smart. Wo sind die Kinder? Kinder sehen draußen. Marlies möchte nicht entbinden. Das ist echt schlimm. Die sucht eine Ausrede nach der anderen, um nicht entbinden zu müssen. Sie hat Angst. Das kann ich als Mann natürlich nicht nachvollziehen. Also, ne, also ich kann schon Angst nachvollziehen aufgrund der Schmerzen, die man da haben wird. Kann ich mir schon alles vorstellen. Aber ich kann das natürlich, ich kenne ja die Schmerzen nicht. Wie sieht natürlich ist, nicht. Dass ich ja weiß, was. Du weißt, was auf dich zukommt. Bei Anouk war es auch schlimm, weil ich total überrumpelt wurde, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so schmerzhaft ist. Ja, aber jetzt weißt du, was kommt. Und jetzt weiß ich, was kommt. Und mit jeder Schwangerschaft ist das noch schlimmer geworden, diese Angst. Sind die Schmerzen auch schlimmer geworden? Nee. Ich glaube, die sind gleich, oder? Die sind immer die gleichen, aber sie sind furchtbar. Man möchte sich hinlegen und sterben. Kürzer. Na, hinlegen geht, sterben bitte nicht. Es geht einfach nicht. Es soll einfach nur aufhören. Es fängt an und hört auf, glaube mir. Oh Mann, ey, scheiße. Da tut mir Marlies ja auch immer ein bisschen leid, du. Ja, kann ich auch gebrauchen. Leid. Mit Leid. Mit Leid. Ich brauch das. Du musst jetzt tapfer sein. Du musst das da rauspressen. Das muss raus. Die Wucherung. Das Wucherding. Ja, aber wir müssen jetzt los, sonst kommen wir heute nicht mehr an. Ja, das wird ja auch immer später und vielleicht sagt, da sind wir wenigstens schon mal aufgenommen und gesagt, dann gehen wir 2 Stunden spazieren. Dann gehen wir halt 2 Stunden spazieren, aber dann. Aber dann ist es halt schon dann mal. Dann sind wir schon mal, genau. Einfach nur mitnehmen, was mit muss jetzt und dann schauen wir mal. Ich nehme nur einen Pullover noch mit für abends. Ja, genau. Und nachts. Vielleicht zieht sich der doch noch hin. Nur zwar nicht, Büro, das wird alle gut animiert dann gleich im Krankenhaus. Naja, wie gesagt, pünktlich morgen muss ich aufmachen. Obwohl der Tag morgen ist ja schon verplant. Die Kinder haben ja schon komplett Andrea eingeplant. Ja, eingetaktet. Was haben sie denn gemacht? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, was die machen. Achso. Ich wollte nochmal eine Schokolade. Mein Malzbier steht jetzt auch hier. Ja, das Malzbier nehmen wir mit. Jawohl. Jawohl, Madame. Matame. Das krieg ich aber schon ausgetrunken, da macht ihr mal keinen Kopf. Aber ich glaube, wir sollten das Eispapier beseitigen, sonst. Das Eispapier muss weg, ansonsten heißt es wieder, wir essen Eis ohne die Kinder und ach, naja, ihr wisst doch, wie das ist. Meine Schokolade. Ja, ich. Ist ja fast witzig. Eine witzige Geburt. Ich gehe schon mal zum Auto. So einen anderen Anschnaller, ne? Für Schwangere, dass es nicht übers über den Bauch geht. Ja? Mhm. So Schrotgurte oder was hier so? Irgendwas anderes, ja. Hosenträger. Weil es gefährlich ist beim Unfall. Für schwangere Autofahrer ist ja ein Ding, was das halt gibt. Badalale hier. Das ist nicht gut, wenn ich mich fahre. Ich will nicht Auto. Ich fahre jeden Tag. Aber ich nicht. Verschluck dich nicht an der Schokolade. Oh, heute Morgen habe ich mich am Cornflakes verschluckt bei der Wehe. Ja, deswegen Mund leer machen. Musste husten. Weißt du, wie das wehgetan hat? Jetzt vorher noch mal anrufen? Ach nee, du bist ja angemeldet, ne? Also so angemeldet, dass ich dort entbinden werde, um den im Juni, ja. Ja. Normalerweise hätte ich ja noch einen Termin kriegen müssen. Aber also meint, du musst jetzt nicht noch mal anrufen, dass du jetzt kommst. Nee, ich denke nicht. Sie meinte zu mir, naja, auch. Also. Ich meine, du könntest jetzt natürlich anrufen einfach und sagen, wir sind auf dem Weg. Aber ich glaube,
aber das ist ganz normal, denn, dass man dann irgendwann auf Tauchtaucher. Ich weiß nicht, wie das läuft und mit Termin, wie die das überhaupt so. Naja, die wollen schon. Früher war es ja ohne. Naja, eben. Jetzt, ist einfach naja, wenn du nicht angemeldet bist, können sie natürlich dich auch verweigern und sagen, wir fahren sonst nicht so fahren wir schon voll. Ja, ist dann voll. Weil man das ja eh nicht plant. Bis dann ist es vielleicht gerade nicht voll, dann nehmen sie doch jemand außer der Reihe mit ran. Und dann kommen alle, die mit Termin kommen. Und dann. Ja. Krankenhaus in Köln ist immer voll. Ja, stimmt. Das ist ja nun wirklich. Wisst ihr, die auch zum vierten Mal, letzte Mal, die da war, die zum vierten Mal Mutter geworden ist, die so auch schon gar nicht mehr beachtet haben. So, ach, naja. Bei dir war der nun zum dritten Mal. Mhm. Aber diese, das war ja so eine. Die war halt das nicht, das war so eine typische Mutti, die war das. Die aber auch lange weg. Ja, stimmt, diese da vor, ja, vor dem Untersuchungsraum, die da geweint hat. Ja. Und der Mann so arschig war. Ja. Völlig. Zum vierten Mal ist die dumme Mutter geworden auch. Mhm. Ich hab mir echt leid getan, wa? Ja, konnte ich auch total nachvollziehen, weil ich habe leider auch gesessen und geheult. Das ist irgendwann nicht mehr erträglich. Guck mal die hier. Mhm. Die Blumen. Mhm, das ist auch schon ganz anderer Müll. Ja, die kommt aus dem Feenland. Am Traumzauberbaum gefallen. Reif, ist gefallen, komm mal. Latsch, bumm, steht's da. In Neukölln ist der leider gewesen, der Baum. Steht's da und weiß jetzt nicht gut weiter. Wie komme ich jetzt hier weg? Hilfe. Wo ist mein Einhorn? Wäre doch gerne offen. Einhorn gelandet. Na ja. 3 Millionen Jahren, wo der Baum gepflanzt wurde, ja, war das noch nicht. Jetzt ist er reif, ist runtergeplatscht. Jetzt hast du hier neben eine Dönerbude abgelagert. Du weißt ja nicht, was los ist. Ghetto Berlins. Das riecht alles und stinkt und mufft und nix hier mit Elfenstaub. Feinstaub, weißt du, die neue Devise. Grüne Plakette brauchst du. Ja, ach, siehst du. Der Tommy muntert dich doch auf immer wieder. Mensch, du schaffst es schon. Du bist mein Baby. Du bist mein Baby. Ganz schön großes Baby geworden, kommt gar nicht mehr rum. Da sind wir da. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Können wir mal nach Hause fahren? Bringt ja alles nichts. Tja, wenn ich dir irgendwie helfen könnte. Ich habe irgendwo ein Messer bei. Okay, das stimmt ja jetzt wohl. Und wieder hier. Haben wir schon ein paar Mal. Ich habe keine Wege, können wir nach Hause gehen. Ja, ja, jetzt kennen wir auch genau diesen Spruch. Der kommt hier immer, der kommt hier immer. So, nochmal für alle. Wir sind im Krankenhaus. Nö, sind wir nicht. Wir sind wieder draußen. Achso, wir sind wieder draußen, ja. Wir sollen spazieren. Wir sollen spazieren. Und dann gucken wir weiter. Und dabei sollst du ein bisschen springen. Nee, das hat sie nicht gesagt. Na gut. Ja, Mali soll nicht so faul sein, nicht so viel rumliegen, die sollen sich ein bisschen bewegen, hat die Ärztin gesagt, die haben sie neu genommen. Und ja, eigentlich hat sie auch gesagt, wortwörtlich, eigentlich wortwörtlich. Und außerdem hat sie auch noch gesagt, trinken, 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 trinken. Darf nicht sein, dass er so wenig trinkt. Daraufhin hat Mali eine kleine Wasserflasche gekriegt, die, wegen der wir eigentlich nur hergekommen sind. Eigentlich wollten wir nur das Wasser haben. Jetzt gehen wir wieder. Mhm. Ja, jetzt schwächelt sie schon wieder. Ne? Jetzt ist sie einmal kurz bewegt, schon schwächelt sie wieder rum hier. Macht sie mir einen dicken Otto los. Trag du mal. Kannst du auch zerdrücken, das Ding? Nee. Wie nee? Ich? Eine Uhr? Achso, ich hab einen. Ich hab hier. Läuft eine Minute. Achso. Dann anderthalb Stunden ungefähr waren das jetzt noch. Habe ich schon lange keins mehr gesehen. Guck. Guck? Ja, ja. Da siehst du, ist neugierig. Zupft es denn ab? Oh, ist Flöhe. Es ist Flöhe, schnell weg. Die Tollwut. Witzig. Ja. Hoch noch. Thank you.
Laufen. Ist das Zauberwort? Laufen ist das Zauberwort. Ein paar Treppen jetzt? Nee. Nee. Hey, ja. Laufen reicht. Laufen reicht. Einmal im Kreis hier. Jetzt machen wir mal den Kreis ran. So. Für Tagebuch. Wir gehen jetzt in den Kreissaal. 19 Uhr. Tag 1. Es ist 19 Uhr 12. 19 Uhr 12. Wir gehen jetzt in den Kreissaal. Die Zeit läuft. Oh, es flimmert. Guck mal, was die Augen gar nicht wahrnehmen, oder? Diese Leuchten. Furchtbar. Mais fühlt sich blendend. Zwischen den Venen geht es mir gut. Zwischen den Venen für einen Scherz bereit. In den Venen für gar nicht zu gebrauchen. Aber ich bin umgänglich. Ja, immerhin. Also, wir haben hier einen Swimmingpool. Ja, ja, das schöne Zimmer. Da haben wir schon das Babybett. Und da haben wir noch eine leidende Schwangere. Mit WLAN-Verbindung. Da ist das nett. Das ist das Bett. Ja, und jetzt hier kommt die Plazenta rein. Und da ist dann schon der Blick nach draußen. Wunderschön. Und jetzt machen wir mal Geburt und die Kamera aus. Der war anders gestrichen. Der war hell. Das war hell, ne? So ein gelblich war das hier. Hier in dem Zimmer haben wir auch Anouk zur Welt gebracht. Jetzt haben wir wieder hier. Kind ist da. Ja, Mutti ist glücklich, dass es vorbei ist. Das ist natürlich wunderbar. Ich freue mich. Hm? Vor allem passt wieder alles. Naja, das Schlimmste ist, dass er gut ist. Das ist echt so windig. Ja. Traubenzucker? Ich guck. Ich auch. Ist ja ein Kreislauf, merke ich schon. Schmeckt lecker, das ist immer Zitrone. Was trinken. Das ist ja ein Beruhigungslokal wahrscheinlich. Jo, ich bin Vater geworden zum 5. Mal. Bin sie her. Vor allem ist alle Duty young und ich meine Mali ist, wie gesagt, ist ja wohl die toughste Braut. Wie sie das immer macht mit den unglaublich. Ich bin stolz auf meine Malis, auf jeden Fall, ey. Die kann das und was für ein hübsches Kind wieder, ey. Fantastisch. Ich freue mich sehr. Jetzt fahre ich nach Hause zu meinen anderen drei hübschen Kindern und zu Andrea und werde die erstmal erlösen. Und dann morgen, also allzu aufregend, also morgen fahren wir Mama besuchen, auf alle Fälle hier zusammen, das ist aber nur ganz kurz und dann, werden wir vielleicht, also wir werden entweder erst was zusammen machen, ich und die Killis, und danach Mama besuchen, also mal schauen. Lass uns mal überraschen, was der Tag so bringt. Also, ich sag mal, ciao.